Morgen zusammen, ich bin Sigi Eichhorn. Sag mal, ihr kennt es doch bestimmt auch, ja? Ihr kommt an irgendeinen bekannten Fotospot und dann seid ihr doch schon irgendwie, also ich zumindest bin's, fremd beeinflusst von diesen Fotos, die es ja schon zu zigtausenden im Internet gibt von dieser Location. Und irgendwie finde ich, das hemmt mich echt in meiner Kreativität, weil ich habe ja das Bild schon im Hinterkopf, wie es andere Fotografen aufgenommen haben. Und was macht man dann? Man macht es eigentlich genauso und versucht, das Bild nachzustellen. Und aus dem Grund versuche ich immer mal wieder, mir neue Spots auszusuchen, die ich eben noch nicht kenne. Und dann, ja, versuche ich einfach kreativ zu sein und mich auf das Bild einfach einzulassen und mir auch Zeit für das Bild zu nehmen. Und das ist auch das Thema heute hier an diesem Uferabschnitt. Ich bin in Utting am Ammersee und bin jetzt einfach mal hier runter durch den Schnee ans Ufer gelaufen. Auf den ersten Blick gibt er nichts her und deswegen ist dieser Uferabschnitt auch wahrscheinlich nicht so oft oder nie professionell fotografiert worden. Aber ich schau mal, was ich trotzdem draus machen kann, weil nur das bringt mich eigentlich weiter, nicht zu kopieren, sondern mir eigene Spots zu suchen. Wenn ich mir jetzt hier mal so umschaue, was gibt's hier? Eine Schiene oder Schienen, die ins Wasser reinlaufen, da werden die Boote runtergeführt im Sommer. Gehen wir es mal an. Vielleicht hat es ja Potenzial. So, ich mache es jetzt so, dass ich meine Schienen mittig im Bild platziere und schaue zu, dass ich die Schienen links und rechts in meine Bildecken reinlaufen lasse. Und dann habe ich den Blick straight in die Mitte auf den See. Da muss ich jetzt natürlich erstmal ja die Kameraposition bestimmen, ob ich das mit dem Weitwinkel eher höher fotografiere oder niedriger. Das mache ich einfach mal so aus der Hand, nehme ich jetzt die Kamera und probiere das erstmal aus. Bei dem Bild achte ich jetzt auch darauf, dass ich nur ein Drittel Himmel aufnehme und zwei Drittel Ufer, weil mir geht es jetzt eigentlich auch hier um die Führungslinien am Ufer und nicht um den Himmel. So, und wenn ich mir jetzt den Himmel anschaue, im oberen Bereich ist er einigermaßen dunkel, aber direkt über dem Wasser erstrahlt er schon sehr hell. Deswegen werde ich da jetzt auch einen Verlaufsfilter nehmen. Und ihr wisst ja, ich mag ja dieses Milchige auf dem Wasser. Deswegen werde ich jetzt auch noch einen ND-Filter draufschrauben, um die Wellen zu glätten. Ich mag es halt einfach. Obwohl, ich zeige euch mal, wie würde das Bild aussehen jetzt ohne ND-Filter auf einer 8er Blende. Bah. So, und jetzt das ganze Spiel mit ND-Filter. Setze ich jetzt schon mal hier vorne rein. Ah, den habe ich ja schief reingesteckt. So kann er rein. Gut. Okay, jetzt noch einen kleinen Verlaufsfilter. Ist natürlich alles komplett dunkel hier auf meinem Bild auf 1/60 und Blende 8. Dann schraube ich doch einfach mal die Belichtungszeit hoch, 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 2 Sekunden, 3 Sekunden, 8 Sekunden. Da kommen wir jetzt schon hin auf 10 Sekunden Blende 8 mit der Auslöseverzögerung. Mal schauen, zack, Stabilisierung vom Sensor nehme ich raus. Und er zeigt mich eine Überbelichtung von plus 1 an und auch das Histogramm ist ganz auf der rechten Seite. Das schaut komplett überbelichtet aus. Aber mei, das liegt halt hier am Schnee. Der reflektiert ohne Ende. Das macht mir nichts. Passt schon so. Dann haben wir hier schon mal das erste Bild im Kasten. Ich fotografiere jetzt auch weitwinklig auf 16 mm, damit ihr auch hier das Schiff auf der linken Seite mit drauf habt und man sieht auch die Holzbohlen auf der rechten Seite. Und diese Holzbohlen, die machen mich auch ein bisschen an. Da gehe ich jetzt einfach mal die 10 Meter hier nach rechts und schaue, ob ich die auch irgendwie schön einfangen kann. Wie es halt oft so ist, ich stehe hier auf ganz dünnem Eis.
Oh, das könnte ja echt ganz, 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 ganz gut werden. Tiefer gehen macht keinen Sinn, da habe ich zu viel Gestrüpp drauf. Also muss ich mein Stativ komplett ausfahren. Hilfreich ist es, wenn die Kamera auch richtig gut befestigt ist bei sowas. Aber funktioniert schon. So, und auch hier muss ich mir jetzt die Mühe machen, nochmal manuell zu fokussieren. Und ihr könnt vielleicht erkennen, dass hier einige Schilfgräser im Vordergrund sind. Jetzt ist es so, es ist ja nicht komplett windstill. Ein Tod muss jetzt sterben. Will ich jetzt entweder die Wasseroberfläche glätten? Ja, ich will. Dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass diese Schilfgräser leicht verschwommen daherkommen. Wenn ich die einfrieren will, friere ich gleichzeitig auch das Wasser ein. Aber mir ist jetzt eher wichtig, die Wellen zu glätten, und das Schilf ist mir jetzt erstmal egal. Jetzt mache ich das Bild, sagen wir mal, auf 15 Sekunden oder auf 13. Ich wähle mal 15 Sekunden auf 15 Sekunden auf eine Achterblende. In der Belichtungsanzeige steht jetzt plus 1,3 und Histogramm fällt auch sehr nach rechts ab. Aber ich probiere es einfach. 3, 2, 1. Tja, wir haben zwar keinen rosaroten Sonnenaufgang, weil ich ja jetzt um 9 Uhr bin zu spät und Bäm! Cool! Auch hier bei dem Bild achte ich einfach auf diese Führungslinien. Mein Blick führt mich in die Mitte rein. Und was ganz interessant ist, in der linken Ecke habe ich dieses Schiff, was da angelegt ist. Das schaut echt interessant aus. Und eben ja, der Steg auf der rechten Seite, die Holzbohlen. Boom! Alles führt mich in die Mitte des Bildes. Top. Schauen wir mal. Der Steg hier hat vielleicht auch Potenzial. Mache ich halt einfach nochmal die 3 Meter darüber und guck mal. Jetzt so bin ich hier an einem Spot, bewege mich auf 20 Meter hin und her und schaffe es, 3 schöne Bilder hier zu machen. Eigentlich ganz gut dafür, dass der unbekannt ist oder nicht oft fotografiert worden ist. Gut, packen wir es und sehen uns gleich drüben. Einmal durchs Wasser. Vielleicht denkt ihr, Maja, am Ammersee kann man jeden Steg betreten und vorlaufen. So ist es nicht. Ich würde eher sagen, 90% der Stege hier am See sind privat oder abgesperrt und das muss man respektieren. Also bleibe auch ich heute hinter der Absperrung oder hinterm Gatterl. Es gibt aber einen mega Vorteil, wenn die Stege abgesperrt sind. Wenn Schnee drauf liegt, sieht man keine Fußspuren und schaut schon wieder ziemlich geil aus. So, und damit ihr hier seht, was ich hier anstelle, ich bleibe natürlich hier auf den 15 Sekunden und auf der 8er Blende. Hier hat sich ja nichts geändert von der Lichtsituation her. Das ist einzig und allein der Fokus, den ich nochmal checken muss, ob ich da irgendwo komisch rangekommen bin. Und dafür gehe ich jetzt ganz nah ran mit der Displaylupe und schaue, der Fokus hat sich leider ein Stückchen verstellt. Aber jetzt bin ich wieder scharf. Der zeigt mir zwar hier 5 Meter Entfernung an, aber der ist bestimmt 50 Meter weg. Der Fokuspunkt. Okay, jetzt machen wir das Bild. 15 Sekunden auf der 8er Blende. Weißabgleich ist alles automatisch. Sensorstabilisierung ist auch draußen. Alles off. 3, 2, 1. Bam! Und wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade noch was entdeckt. Und die Eiszapfen hier auf dem Vordach an dem Steg nehme ich mir jetzt auch nochmal zunutze. Fotografiere auf 16 mm total weitwinklig und lasse die oben ganz leicht reinspitzeln. Und
das macht es halt aus. Ich finde, das ist kreativ, sich auf neue Dinge einfach einzulassen. Keine Angst davor zu haben. Wenn scheiße ist, löscht man das Bild doch einfach nur. Ist doch egal. Einfach machen, oder? Bam! In letzter Zeit nehme ich ganz gerne mein Teleobjektiv mit und werde das jetzt auch nochmal an dem gleichen Spot zum Einsatz bringen, weil da drüben ist ja dieses Schiff, was da angelegt hat. Und das kann man wunderbar einfangen. Und zwar mache ich das jetzt nicht vorne vom Ufer, da wäre ich zwar näher dran. Ich mache es von hier, vom Steg aus, weil ich möchte das Bild möglichst interessant aufbauen. Und zwar fotografiere ich jetzt hier über das Schilf drüber. So wandert der Blick ins Schilf auf das Boot und ja, wandert eben im Bild herum. Und das ist viel schöner, als wenn ich nur bam, straight auf das Boot drauf baller. Sehe ich, dass ich ein bisschen zu klein bin. Dann muss ich da wohl mal draufklettern. Hoffentlich geht das gut. Oh yeah. Bam. Echt der Wahnsinn, wie knackscharf dieses Tamron-Objektiv ist. Ich kann da die Schilder auf dem Boot allein hier durch den Viewfinder erkennen, diese Maskenschilder. Echt knackscharf, das ist cool. Ich halte mich an meinen Fotospots ja auch gern mal ein bisschen länger auf als andere. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, noch nach anderen Perspektiven zu suchen und mir einfach ein bisschen Gedanken zu dem Bild zu machen. Und jetzt nicht nur mit dem Schilf kann ich dieses Boot einfangen, sondern ich kann mir auch diese Holzbohlen ganz gut zunutze machen und dieses Schiff in eine Art Rahmen setzen, ja, mit den Holzbohlen. Ich zeige es euch mal, wie ich es meine. Da ich das Bild im Hochformat aufnehmen will, will ich mir jetzt nicht allzu viel Arbeit machen mit dem Stativkopf, ja, und den ewig ausrichten. Deswegen schraube ich mir hier so einen L-Winkel ran an die Kamera. Mit dem L-Winkel finde ich es viel, viel komfortabler, die Kamera auszurichten. Meist noch schön fest. Hier ein 5-Cent-Stück hilft mir dabei. Das ist ein ganz, ganz billiger L-Winkel von Manx. Keine Ahnung, kostet nur ein paar Euro. Aber hilft mir, die Kamera so geil positionieren zu können. Sieht doch gleich noch was aus. Ja, in dem Fall will ich das Wasser wieder glätten. Deswegen schraube ich den ND-Filter wieder schön rauf oder stecke den drauf. Und dann noch den Verlaufsfilter vorne. Vor dem ND-Filter. Zzt, geh rein. Passt. Super. Das gefällt mir jetzt. Mal schauen auf einer anderen Zoom-Länge. Wow! Da habe ich diesen Grashalm jetzt da noch mit im Bild. Das probiere ich so auch nochmal umzusetzen. Super nice. Das Schiff sehe ich jetzt bei dieser Bildkomposition so an, als ob es ein Mensch vor mir wäre. Das heißt, ich gebe dem Schiff Headspace. Also ich möchte es nicht zu weit nach oben im Bild schieben, dass ich eben noch ein bisschen Platz nach oben habe. Das macht es einfach viel, viel interessanter. Und gleichzeitig habe ich auch die Spiegelungen von diesen zwei Holzpfählen auf dem Wasser. Und so mache ich jetzt das Bild auf einer 9er Blende. Anfokussiert ist es, 13 Sekunden. Und es ist tatsächlich irgendwie verträumt, verspielt. Und wenn man jetzt auf Schiffe steht, könnte einem da einer abgehen. Vielleicht sieht ja der Captain irgendwann mal dieses Foto auf YouTube. Ich habe jetzt hier noch ein Boot gefunden, was da angeleint ist an diesen Holzbohlen.
Und da war gerade ein Vogel drauf gesessen. Da ist er wieder. Bam, das mache ich mit dem Vogel. Ha, geil. Ich muss nach unten. Ich muss ganz nach unten gehen. Jetzt war ich gerade ein bisschen hippelig. Ich habe da vorne ein Boot entdeckt, welches an diesen Holzbohlen festgebunden ist. Und ich habe mir jetzt hier eine Position auf dem Steg herausgesucht, um das Boot genau in den Rahmen von diesen Holzbohlen reinzusetzen. Und jetzt hat sich da auch noch ein kleiner Vogel drauf gesetzt und hat so richtig schön einen hingepostet. Und das nur für mich. Und darum geht es auch, den richtigen Moment einzufangen und am richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Da brauche ich keinen mega geilen Fotospot. Ich mache mir einfach die geilen Spots selber. Wow, cool. Jetzt versuche ich das Boot nochmal in aller Ruhe mit einem ND-Filter aufzunehmen und schau mal, ob es nicht zu sehr wackelt auf der Wasseroberfläche. Und das war's dann für heute. Hä? Ich bin total happy, dass der sich jetzt da gerade drauf gehockt hat. So, hier unten saß ich gerade und da habe ich das Boot entdeckt. So, jetzt geht mein Stativ mal wieder baden. Okay, jetzt stelle ich erstmal ein die Auslöseverzögerung. Und ich habe jetzt auch absichtlich diese ganz, ganz wassernahe Perspektive gewählt, dass ich diese lange, lange, milchige Wasseroberfläche im Vordergrund habe. Sieht für mich schon ganz, ganz gut aus. Das ist doch ein Kalenderfoto. Nee, ist hochkant, geht ja gar nicht. Mist. Mal schauen, wie es im Querformat aussieht. Ist jetzt auch nochmal ein Versuch wert. 3, 2, 1. Man sieht da den Berg über dem Boot noch ganz leicht rausspitzeln. Und auch ohne Sonnenschein kommt es einfach gut. Es ist halt so, wie es ist. Im Winter ist es halt auch mal bewölkt. Einmalig. Echt cool. Sehr schön. Ah, wieder alles nass hier. Aber das Rollei kann es ja vertragen, ne? Ich freue mich jetzt richtig, richtig sehr über dieses letzte Foto. Leute, das war's jetzt auch von mir. Bleibt kreativ, geht raus, macht Fotos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer, gebt mir ein Like oder kommentiert es einfach. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bye, bye, euer Sigi vom Ammersee. 3, 2, 1, bam!